Servus Leute und in diesem Sinne herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Scooper und damit zur Zusammenfassung des CitizenCon Panels Ship Talk. Hier geht es selbstverständlich ganz um die Schiffe der CitizenCon und auch noch einige mehr. Es gibt unter anderem Details zu Anvil Karak, zu Anvil Pisces, zwei weiteren Schiffen, die bis zu CitizenCon noch nicht bekannt waren und zu einigen Konzeptschiffen, die wir in naher Zukunft vermutlich auch im Star Citizen Universe sehen werden. Beginnen wir aber zunächst mit dem Star der Show und das war selbstverständlich die Anvil Karak. Die Anvil Karak ist ja ein sehr beliebtes Schiff in der Community, welches wir bereits in der Gameplay-Demo der CitizenCon gesehen haben. Vor einigen Jahren wurde sie als Stretch Goal für die 33 Millionen Dollar Marke vorgestellt und sie wurde lore-technisch ursprünglich designt von der Firma Anvil Aerospace für das Militär, wobei überschüssige Modelle für den zivilen Markt zum Verkauf gestellt wurden. Sie ist quasi das ultimative Erkundungsschiff mit allem, was der Entdecker so benötigt. Eine medizinische Einrichtung, ein Reparaturraum, eine Garage und ein Hangar, ein modulares Lagersystem, starke Sensoren, Drohnen und verstärkte sowie vergrößerte Fueltanks. Ein interessanter Sidefact zu Karak: Neben der Veröffentlichung der Karak wurde auch eine Art Text-Adventure-Spiel veröffentlicht, welches den Titel Into the Unknown, a Karak and her Crew trug. Das bedeutet auf Deutsch ins Ungewisse, eine Karak und ihre Crew. Diese Geschichte hatte ganze 300 verschiedene Enden und war damit relativ umfangreich. Nachdem man also ein paar allgemeine Fakten zur Anvil Karak genannt hatte, wurden im Anschluss einige Concept Arts präsentiert und dazu einige Details gezeigt, welche sich seit dem damaligen Concept Sale geändert haben. Eine große Änderung, im wahrsten Sinne des Wortes, war die Größe der Karak. Diese ist seit dem Concept Sale nämlich zunächst einmal angestiegen auf ca. 170 Meter, wurde jedoch in der tatsächlichen Entwicklungsphase wieder auf ihre nahezu Ursprungsmaße zurückgeschrumpft. Ich rede hier natürlich von der Länge. Die Ursprungsmaße liegen hier ungefähr bei 120-130 Metern. Grund hierfür waren vor allem die Einschränkungen, die mit einem größeren Schiff einherkommen. Diese können nämlich nur an wenigen Landingpads gespawnt werden und können nicht überall landen und passen nur durch wenige Jump Points hindurch, was für eine Karak, die ja ein Exploration Ship ist, durchaus ziemlich ungünstig ist. Außerdem versicherte man, dass die Karak durch den Größenverlust keine ihrer Funktionen einbüßen müsse. Man hat lediglich einige Räume kleiner gestaltet und unnötigen Raum, zum Beispiel manche Gänge, entfernt. Werfen wir nun einen Blick auf das sogenannte Shutter-System der Karak, also das Verschlusssystem des Cockpits. Dieses ist bereits seit dem Concept Arts ein Highlight der Karak und wird auf der gezeigten Folie anhand einer einfachen Animation demonstriert. Die tatsächliche Implementierung dieses Systems im Spiel ist jedoch ein sehr aufwendiger Prozess und zum Zeitpunkt der CitizenCon-Präsentation noch nicht fertiggestellt. Ob wir das System zum Release der Karak sehen werden, ist ebenfalls nicht bestätigt. Kommen wir nun zur Sicht aus dem Cockpit. Und an dieser Stelle seht ihr zunächst die Sicht aus dem Cockpit, wie sie ursprünglich und getreu der Concept Arts ausgesehen hätte. Es fällt sofort auf, dass die vielen Streben einen eher negativen Effekt auf die Ansicht haben. Und deshalb entschied man sich für eine alternative Gestaltung des Cockpit-Rahmens, welcher im Anschluss dann demonstriert wurde. Die Sicht hier ist deutlich freier und man kann nun einen deutlich schöneren Ausblick aus dem Cockpit genießen. Als nächstes folgen mehrere Ansichten auf die gesamte Außenhülle der Karak und hier gab es ja im Anschluss an die CitizenCon bereits jede Menge Kritik seitens der Community. CIG hat sich nämlich entschieden, einige Veränderungen an der Form des Schiffes vorzunehmen und vor allem, um dem Anvil Style Guide mehr gerecht zu werden. Hierbei sind dem Redesign vor allem die Kanten der Concept Karak zum Opfer gefallen. Man hat sich nämlich entschieden, sinnlose Kanten zu entfernen, um das Design der Karak einfach praktischer wirken zu lassen. Die Linien der Anvil-Schiffe verlaufen außerdem eher von vorne nach hinten und nicht wieder zurück, also ein weiteres Gestaltungsmerkmal der alten Karak, welches für das neue Design weichen musste. Auch die Unterseite des Schiffes wurde quasi aufgeräumt. Es gibt weniger Kanten und diese resultieren dann eben in einer glatter wirkenden Oberfläche. Kommen wir zu den Schiffsthrustern, also den Hauptantrieben, die ebenfalls ein starker Diskussionspunkt innerhalb der Community geworden sind. In den Concept Arts hatte man hier zunächst sehr einzigartige Thruster präsentiert, die eine recht kantige Form hatten. Auch hier hat man sich entschieden, dem Anvil Style Guide treu zu bleiben und dementsprechend die Thruster gegen vier runde Thruster ausgetauscht, ähnlich wie wir sie von Schiffen wie der Anvil Hornet kennen. Nachdem wir einen Blick auf das Exterieur der Karak geworfen haben, geht es weiter mit dem Interieur der Karak. Hierzu sehen wir zunächst einige Concept Arts prägnanter Orte innerhalb des Schiffes, zu denen jedoch nicht viel gesagt wurde. Das erste Bild zeigt die Escape Pod Area, also die Rettungskapseln mit Blick auf die obere Sektion der Schiffsbrücke. Im zweiten Bild sehen wir den Schwerkraftgenerator des Schiffes, von dem ihr außerdem auf den Antriebsraum herabblicken könnt.
Es folgt ein interessanter Blick auf den Kartografieraum mit der Star Map in der Mitte und einigen Informationen, welche auf Displays bzw. einem großen gebogenen Display an der Wand angezeigt werden. Im Anschluss folgen zwei weniger interessante Räume, welche vor allem das Farbschema der Carrack bzw. des Carrack-Interieurs hervorheben sollen. Zunächst stehen wir in einem Korridor vor dem Hangar und danach im Reparaturraum. Zu guter Letzt folgt ein Einblick in den Medical Room, der natürlich sehr steril in Weiß daherkommt und einen sicheren Raum für eure Kranken und Verletzten darstellen wird. Von den Concept Arts gehen wir dann über in das tatsächlich umgesetzte Interieur der Carrack, so wie es aktuell in der Engine umgesetzt ist. Es sei anzumerken, dass nicht alle Räume gleich weit entwickelt sind und daher einige Teile des Schiffes auf den Folien noch untexturiert erscheinen könnten. Hierbei wird uns zunächst ein Blick auf die Brücke der Carrack gewährt. Im Konzept war hier ein einfacher Holotable zu sehen, welcher im Laufe der Entwicklung in eine Holosphäre umgewandelt wurde, die so groß war, dass sie sich über beide Decks der Brücke erstreckt hatte, sodass man sich im Endeffekt für eine Mischung aus beiden entschieden hat. Eine weitere Änderung am Konzept der Brücke ist der Fahrstuhl, der nun von einem Deck zum anderen führt. Hier war zunächst eine Wendeltreppe geplant, die jedoch aus Platzgründen gegen einen Fahrstuhl ausgetauscht wurde. Weiter geht's mit der Cargo Area und damit zu den Cargo Pods. Diese sollen in Zukunft, wie auch im Konzept versprochen, gegen andere Arten von Cargo Pods und auch andere Module austauschbar sein. Kommen wir zu den Turrets. Davon hat die Carrack nach wie vor 4 Stück. 3 davon bemannt und der Turm auf der Oberseite des Schiffes wird aus Platzgründen ferngesteuert. Bei den Türmen an der Seite des Schiffes hat man sich außerdem für eine Mechanik ähnlich wie bei den Hammerhead-Türmen entschieden. Diese fahren ein Stück aus ihrer Standby-Position heraus, um den Schützen somit einen größeren Feuerwinkel zu ermöglichen. Bewaffnet sind die Türme übrigens jeweils mit 2 Size 4 Waffen. Nun folgt ein kurzer Einblick in die Habitation Area der Carrack. Hierbei teilt sich natürlich die Crew eine gemeinsame Sektion, während der Captain seinen eigenen Räumlichkeiten hat. Natürlich darf auch die Möglichkeit der Freizeitbeschäftigung nicht fehlen, weshalb ihr an dieser Stelle den hexagonalen Pooltisch des Schiffes zu sehen bekommt. Auch ein Blick in den Schlafraum der Crew möchte man uns nicht vorenthalten. Hier sehen wir 5 Betten in einem recht geräumigen Teil des Schiffes. Bei der Farbgebung hat man sich für einen helleren Farbton als im Rest des Schiffes entschieden, um eine freundlichere Atmosphäre in dem Crewbereich zu erzeugen. Als nächstes wird uns der Drohnenraum präsentiert, an dem wir schon während der Gameplay-Demo kurz vorbeigelaufen sind. Hier findet sich Platz für 4 Drohnen und 2 Drohnenpiloten. Es können demnach also maximal 2 Drohnen zur gleichen Zeit ferngesteuert werden. Neben der Möglichkeit, die Drohnen zu starten, bietet der Raum außerdem eine Möglichkeit zur Reparatur beschädigter Drohnen. Nach dem Drohnenraum folgen dann noch Bilder des Engineering Rooms, welcher sich über 2 Decks erstreckt. Das ist auch der Raum, den wir zuvor vom Gravity Room aus gesehen haben. Wie in vielen anderen großen Schiffen macht der Raum optisch einiges her, bietet aber auch separat Platz für einige wichtige Komponenten des Schiffes. So viel aber zum Interieur der Carrack, werfen wir nur noch einen Blick auf die derzeit finale Iteration des Landing Gears des Schiffes. Nachdem man verschiedene Möglichkeiten getestet hatte, entschied man sich letzten Endes für folgende Animation, welche der Carrack einen stabilen und attraktiven Stand ermöglichen sollte. Ja, und das war's dann eigentlich auch soweit zur Carrack. Gehen wir weiter zur kleinen Tochter oder vielleicht auch zum kleinen Sohn der Carrack. Und das ist der Snap, auch wenn man es eigentlich gar nicht Snap nennen dürfte, weil es schließlich einen Jump Drive haben kann. Und das ist der Snapfighter der Anvil Carrack, der bereits im Spiel enthalten ist, seit eben dem 3.7.2 Patch. Und hiervon gibt es zunächst einmal 2 Varianten. Die Standardversion, die C8 Pisces und zusätzlich die C8X Expedition Pisces. Die grundsätzlichen Stats der C8 Pisces, also der Standardversion der Pisces, sehen wie folgt aus. Sie bietet Platz für einen Piloten und 2 Crewmember. Außerdem lassen sich mit ihr 4 SCU an Cargo transportieren, also 4 Frachteinheiten. Ihre Maße liegen bei 13 Meter Länge, 10 Meter Breite und 3,25 Metern Höhe. Sie besitzt einen kleinen Jump Drive sowie 2 S1 Waffen und 2 S1 Raketenplätze. Es ist außerdem anzumerken, dass jeder Besitzer einer Carrack auch eine C8 Pisces bekommt und außerdem einen RSI Ursa Rover. Das bedeutet, selbst wenn ihr nur auf die Carrack upgegradet habt, werdet ihr eine Pisces und einen Ursa Rover im Spiel bekommen und ich glaube, das sollte auch jetzt schon der Fall sein. Die C8X-Variante des Schiffes ist quasi das gleiche Schiff, hat jedoch 2 weitere Waffenhalterungen der Größe 1. Das Ganze hat einen geschichtlichen bzw. lore-technischen Hintergrund. Ähnlich wie nämlich die Polaris entstanden ist im Kampf gegen die Vendul, hat sich Anvil eben auch dazu entschieden, eine etwas stärker militarisierte Version der Pisces auf den Markt zu bringen für eben Zivilisten, die eben auch dann eine Carrack zum Beispiel besitzen.
Uns wurden außerdem im Anschluss einige Konzepte der Pisces gezeigt, wie das Schiff also hätte aussehen können und wovor man sich in Gesprächen mit Chris Roberts letzten Endes entschieden hat. Beim Interieur des Schiffes hat man zunächst nur Platz für 2 Frachteinheiten eingeplant und mehr Platz für die Crew geboten, hat sich jedoch dann dafür entschieden, dass man lieber mehr Frachtkapazität an Bord des Schiffes hätte und somit den Innenraum etwas aufgeräumt und angepasst. Der hintere Teil des Schiffes bietet nun also eine gute Menge Platz für wichtige Fracht, während die 2 Crewmember nun auf 2 Jumpseats Platz nehmen müssen. Das ist sicherlich nicht so gemütlich, aber im Endeffekt funktioniert es. Kommen wir nun zur ersten Schiffsankündigung auf diesem Panel, denn die anderen Schiffe waren ja im Vorfeld der CitizenCon mehr oder weniger schon bekannt. Und dieses neue Schiff ist zunächst einmal eine Schiffsvariante, und zwar die Drake Kraken Privateer. Das ist eine neue Variante des Raumschiffträgers der Drake Kraken. Und zwar ist es eine Art mobile Raumstation, bei der 80% der ursprünglichen Cargo-Kapazität der Kraken durch kleine Shops ersetzt wurde. Spieler und vermutlich auch NPCs können also auf einer solchen Kraken, ähnlich wie es auch bei der Banu Merchantman geplant ist, ihre eigenen Waren verkaufen und handeln. Wie genau wurde dieser Austauschprozess aber nun durchgeführt? Wie hat sich die Innenraumverteilung der Kraken geändert? Und hier werfen wir zunächst einmal einen Blick auf ein Schema des Innenraums der originalen Kraken. Hier sehen wir jede Menge Plätze für Frachteinheiten, die auf verschiedenste Cargo Bays verteilt sind, sowie Bereiche für Bodenfahrzeuge bzw. speziell Dragonflies und Bereiche für extra Treibstoff. In der Kraken Privateer, die übrigens eine komplett eigene Variante ist und kein austauschbares Modul, wird ein Großteil der Cargo Bays sowie die Dragonfly Bays und die Bereiche für den extra Treibstoff durch Shops und zusätzliche Wohnbereiche für die Shopbesitzer ersetzt. Ihr seht nun außerdem einige Concept Arts des Public Markets der Privateer, welche anstelle des Hauptlagerraums platziert ist. Der Public Market umfasst ganze 8 Shops, welche auch von NPCs betrieben werden können. Diese Shops unterliegen jedoch der Gesetzeslage des Bereiches, in dem ihr euch gerade befindet. Illegale Geschäfte solltet ihr dort also unterlassen. Neben dem Public Market gibt es selbstverständlich auch einen privaten Markt. Und dieser befindet sich an der Stelle, wo sich zuvor die Dragonfly Base befanden. Der private Markt umfasst nur 2 Shops, befindet sich jedoch hinter verschlossenen Türen. Hier kommt ihr nur mit Erlaubnis des Captains hin. Demnach bietet sich dieser Bereich natürlich auch für Geschäfte jenseits des Gesetzes an. An der Stelle, wo sich zuvor extra Tanks befunden haben, finden sich jetzt 10 weitere Habs für Shopbesitzer bzw. Angestellte. Schließlich brauchen die auch einen Platz, um zu verweilen. Bis jetzt klingt das Ganze in meinen Augen nach einem coolen und interessanten Konzept. Es stellt sich auch die Frage, wie der Handel an Bord der Kraken überhaupt ganz grob funktionieren soll. Und hierfür werdet ihr euch zunächst die Art des Shops aussuchen können. Dafür wird es erstmal Presets geben, wie zum Beispiel einen Kleidungsshop oder einen Erzshop oder sonst irgendwas. Und in etwas fernerer Zukunft werdet ihr dann möglicherweise auch mehr Customization-Möglichkeiten für euren eigenen Shop bekommen, um diesen eben euren Belieben nach anzupassen. Nehmen wir an dieser Stelle mal an, ihr entscheidet euch für einen kleinen Kleidungsshop. Dieser muss natürlich auch von irgendjemandem betrieben werden, wofür ihr euch dann wiederum einen NPC anschaffen könntet. Dieser NPC muss natürlich von euch bezahlt werden. Außerdem müsst ihr auch die Ware für euren Shop kaufen. Nehmen wir hier an, ihr möchtet 500 Hüte verkaufen. Diese werden dann im Cargo-Bereich eures Shops hinterlegt werden. Es ist zu beachten, dass jeder Shop seinen eigenen Cargo-Bereich bzw. dementsprechend auch seine eigene Cargo-Kapazität haben wird, der von euch individuell befüllt werden kann und vermutlich auch muss. Ein Shop, der alle Cargo-Grids nutzt, wird nicht möglich sein. Also ihr könnt nicht sagen, ihr habt jetzt keine 8 verschiedenen Shops, sondern nur ein Shop, der alle Inventare der 8 potenziellen Shops benutzt. Das wird nicht möglich sein. Sollte man mal irgendwann keine Ware mehr übrig haben, liegt es an euch, den Bestand dieses Cargo-Shops eben oder dieses Cargo-Depots wieder aufzufüllen. Letzten Endes müsst ihr natürlich auch noch Preise für eure Waren festlegen, um dann hoffentlich auch Profit zu generieren. Bei der Merchantman wird das Ganze genauso funktionieren. Betrachten wir zu guter Letzt noch eine Gegenüberstellung beider Kraken-Varianten und die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen. Die Privateer muss im Vergleich mit ihrer Schwester auf ca. 3000 Frachteinheiten verzichten. Statt 3792 SCU hat die Privateer nur 768 SCU. Außerdem besitzt die Privateer keinen dedizierten Raum mehr für den Transport von Dragonflies. Dafür bietet sie wiederum Raum für kleine Läden und mehrere Schlafplätze für deren Händler. Letzten Endes habt ihr also die Wahl zwischen einer mobilen Raumstation mit der Kraken Privateer oder dem mobilen Raumschiffträger der Standard-Kraken-Version.
Während dieses Panels wurde jedoch nicht nur die Kraken Privateer als neues Schiff bzw. neue Schiffsvariante vorgestellt, es gab noch ein weiteres Schiff, welches ganz zum Ende der Präsentation präsentiert wurde, und das war ein neues Mining-Schiff, die Argo Mole. Und das ist ein Multicrew-Mining-Schiff, ungefähr in der Medium-Größe anzuordnen. Es liegt irgendwo zwischen der Orion, die ja eine gigantische Mining-Plattform ist, und der Prospector, die ja das Einstiegsschiff für die Mining-Profession ist. Und Mole steht im Falle der Argo Mole nicht etwa für Maulwurf, wobei ich schwören könnte, dass das natürlich auch ein bisschen angedacht war, aber grundsätzlich steht das Mole für Multi-Operator Laser Extractor. Dieses Schiff ist geeignet für eine Crewgröße von 4 Personen und ist mit 3 voneinander unabhängigen Mining-Lasern bestückt. Diese Mining-Laser sind übrigens größer als der Laser der Prospector. Das heißt, ihr werdet damit vermutlich auch andere Gesteinsarten abbauen können oder vielleicht Gesteine abbauen können, für welche man sonst mehrere Prospector gemeinsam gebraucht hatte. Sie hat außerdem doppelt so viel Lagerraum wie die Prospector, benutzt aber das gleiche Aufbewahrungssystem wie das besagte Mining-Schiff, also dieselben MISC Mining Pods für Bergbaugut. Weiteres zu Argo Mole werden wir in naher Zukunft erfahren. Das Schiff soll nämlich bereits in der 3.8-Version, also in den kommenden Wochen, irgendwann erscheinen. Mehr gab es dazu auf der CitizenCon leider nicht zu hören. Das war es aber noch nicht komplett vom Ship-Talk-Panel, denn die Leute vor Ort, die haben noch 4 Konzeptschiffe vorgestellt bekommen, beziehungsweise 4 Schiffe, die noch Konzeptschiffe quasi werden sollen. Die Entwickler von CIG haben also Ideen für neue Schiffe mitgebracht, um sie eben den Leuten vor Ort vorzustellen und dann herauszufinden, welches dieser 4 Schiffe sie aktuell priorisieren würden. Dafür hat man die Leute die einzelnen Konzepts bejubeln lassen und welches Schiff dann den lautesten Applaus bekommen hat, das wurde quasi als Favorit gesetzt. Und das wird jetzt die stärkste Aufmerksamkeit bekommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die anderen 3 Schiffe nicht auch irgendwann als Konzept erscheinen sollen. Ich persönlich fand die eigentlich alle ganz interessant und ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall alle zu Gesicht bekommen sollten. Das erste Schiff bzw. Fahrzeug, welches uns von den Entwicklern vorgestellt wurde, ist eine Art Bodenbergbaufahrzeug, welches vermutlich von der Firma Argo oder MASC vertrieben werden würde. Dies soll Platz für 2 Spieler bieten und Platz in möglichst vielen Schiffen finden. Es soll also das Mining-Gameplay für möglichst viele Spieler ermöglichen. Außerdem soll es seinen eigenen Inventar besitzen und somit indirekt auch den eigenen persönlichen Inventar erweitern. Es soll zudem die Möglichkeit bieten, Rohstoffe in der Umgebung zu scannen und natürlich auch diese abzubauen. Die Konzeptzeichnungen für Fahrzeug 2 zeigen ein Xian-Transportschiff. Dies soll von einem anderen Hersteller als dem bisherigen Xian-Hersteller Aupoa stammen und ein kleines Multicrew-Schiff werden. Es soll die Auswahl bei den Transportschiffen erweitern und im Wettbewerb mit der Freelancer Max und der Hull B stehen, also Platz für ca. 300 SCU bieten. Konzept 3 soll ein leichter Jäger der Tavareen werden und eine Art Begleitschiff für die Prowler darstellen. Es soll den fortgeschrittenen Shield Tag der Tavareen sowie Waffenhalterung für Size 4 Waffen an Bord haben. Zu guter Letzt wäre da noch ein Raffinerie-Starterschiff. Wie zu erwarten, soll dieses Schiff den Spielern den Einstieg in den Raffinerieberuf ermöglichen. Es ist ein Schiff für eine Person und kommt mit einem Traktorstrahl, welcher die Mining-Pots anderer Schiffe aufsammeln soll. Die Rohstoffe aus diesen Behältern kann sie dann verarbeiten und an Bord des Schiffes lagern. Im Anschluss an die Präsentation der Schiffe gab es dann noch ein kurzes Q&A zu den Konzepten. Davon habe ich euch die interessantesten Fragen ausgewählt und die erste Frage bezog sich auf den Tavareen Jäger. Und zwar war die Frage, wird es ein Snapfighter werden oder eher ein Schiff vergleichbar mit beispielsweise der Anvil Arrow? Und dieser Jäger ist eher mit der Arrow zu vergleichen. Er wird einen Quantum Drive haben und ist demnach auch kein Snapfighter. Frage Nummer 2 thematisierte das Raffinerieschiff. Und zwar war die Frage, ob es an die Prospector andocken kann. Und nein, das wird es nicht. Es wird nicht an die Prospector andocken können. Es wird jedoch erklärt, dass die Mining-Pods der Prospector in Zukunft eine Art Universalstandard für solche Mining-Pods werden sollen und demnach direkt von dem Raffinerieschiff aufgesammelt und verarbeitet werden können. Nächste Frage: Warum sollte ich ein Raffinerieschiff besitzen, wenn ich auch einfach mit dem Mining-Schiff zu einer stationären Raffinerie fliegen kann? Zunächst einmal wird man die Raffinerie für ihre Arbeit bezahlen müssen. Das braucht ihr in eurem Raffinerieschiff natürlich nicht zu tun. Außerdem wird man sich einiges an Reisezeit sparen können, da man eben nicht erst zur Raffinerie, die möglicherweise sehr weit entfernt liegt, reisen muss, sondern die Rohstoffe direkt vor Ort verarbeiten kann.
Es folgte außerdem die Frage, ob es möglich sein wird, die verarbeiteten Rohstoffe direkt in ein Cargoschiff zu laden, um damit den Arbeitszyklus nochmal zu erweitern. Und ja, man wird die Behälter mit den Rohstoffen weiter an ein Cargoschiff verfrachten können. Diese basieren schließlich auf dem gleichen SCU-System wie auch normale Ware. Zu guter Letzt gab es dann auch noch eine recht interessante Frage bezüglich des Xian Cargo Haulers oder generell über Alienschiffe. Und zwar hatte man sich da gefragt, ob es nicht eigentlich schlauer wäre, sich derzeit mehr auf Alienschiffe zu fokussieren, um ein größeres Gleichgewicht im Persistent Universe zwischen Alienschiffen und Menschenschiffen herzustellen. Denn aktuell gibt es wirklich kaum Alienschiffe, die man im Verse sieht und die man auch tatsächlich wählen kann. Und hier kriegt der Fragesteller zunächst einmal Zustimmung von den Entwicklern. Es stimmt, das ist auch der Grund, warum in diesem Fall zwei neue Alien-Schiffskonzepte aufgeführt wurden. Das Problem mit den Alien-Schiffen ist aktuell einfach, dass es deutlich länger dauert, diese zu erstellen, weil es bisher kaum Style Guides für die einzelnen Alien-Rassen gibt. Man arbeitet aber daran, die Produktionszeit der Alien-Schiffe zu beschleunigen, um in Zukunft auch mehr davon zu veröffentlichen, damit man dann auch tatsächlich etwas mehr Xian-Schiffe, mehr Banu-Schiffe und vielleicht auch mehr Vendul-Schiffe zu Gesicht bekommt. Natürlich gibt es jetzt für die Story-Kampagne Squadron 42 schon einige Vendul-Schiffe, die noch nicht im Persistent Universe erschienen sind, die wir dann vielleicht mit dem Release von Squadron 42 auch ins Persistent Universe bekommen, aber für die anderen Alien-Rassen sieht es derzeit noch recht mau aus und ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn wir dafür in Zukunft dann auch tatsächlich weitere Schiffe bekommen werden. Gerade Schiffe, die eben nicht auf den Kampf ausgelegt sind, sondern auch mal für Jobs wie zum Beispiel Cargo Hauling oder auch Mining. Nun ja, zum Abschluss gab es dann, wie gehabt, eine kleine Abstimmung darüber, welches Konzept das interessanteste ist. Die Leute haben für alle eigentlich ziemlich gleichlaut gejubelt. Im Endeffekt hat man sich dann dafür entschieden, dass wohl der Jubel bei dem Raffinerieschiff am lautesten war und dementsprechend wird dem jetzt auch die höchste Priorität dieser vier Konzepte angewiesen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das dann auch irgendwann im nächsten Jahr als Concept Sale erhalten werden. Ja, und das war dann auch die Zusammenfassung des Shiptalk-Panels von der CitizenCon. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die nächste Woche. Bis dahin, haut rein, ciao und tschüss.